Wir sind hier im Nest, auf dem Campus der EMPA in Dübendorf, in der Nähe vom Flughafen Zürich. Das Nest ist ein experimentelles Gebäude, wo wir nach außen hin zeigen können, wie in der Zukunft Wohnen, Arbeiten, Leben könnte gestaltet werden, neue Formen des Zusammenlebens erproben. Zusammen mit der Industrie, mit industriellen Partnern, aber auch mit Partnern aus der Bevölkerung und aus der Politik, das nach außen zu tragen. Mein Name ist Gianluca Bona. Ich leite EMPA, bin aber auch Professor an der ETH Zürich und EPFL in Lausanne. EMPA, die sich als Mission gesetzt hat, nachhaltige Technologien und Materialien zu entwickeln, hat verschiedene Forschungsthemen im Cleantech-Bereich. Das fängt an mit photovoltaischen Solarzellen, wo wir das Licht von der Sonne direkt in elektrischen Strom wandelt, neue Batteriekonzepte zum Speichern von dem Strom entwickelt, aber auch neue Isolationsmaterialien für den Wohn- und Baubereich. Zudem entwickeln wir auch neue Treibstoffe, die in einem geschlossenen Kreislauf sich abspielen, wie zum Beispiel Wasserstoff für Wasserstoffmobilität. So wie ich EMPA jetzt sehe und für die Zukunft, sollen sie den Humus, den Boden vorbereiten, dass die Ideen der Forscher können in den Boden gepflanzt werden, aufgehen, keimen, sich zu Pflanzen entwickeln, wo schlussendlich Früchte tragen, die der Schweiz und in der Gesellschaft eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen.